Mega gut, ey. Und vor allem so ein schweres Thema so präzise und vor allem so präsent zu erklären. Also man merkt auf jeden Fall sehr, dass es dir Bock macht. Ja, dankeschön. Hattest du direkt Spaß, das zu präsentieren, oder hast du es 20 Mal nacheinander gemacht, bis du wirklich Spaß hattest? Tatsächlich, wie wahrscheinlich wir alle, sind wir mit dem Video überhaupt nicht zufrieden, wenn man sich selbst einfach nochmal sieht im Nachhinein. An sich, mir hat das Präsentieren super Spaß gemacht. Es hat einen Moment gedauert, bis ich die Gesten rausgefunden habe, weil mir war schon von Anfang an klar, ich möchte mich hinstellen für die Präsentation, ich möchte Platz haben, ich brauche auch Platz. Und ja, deswegen hat das Moment gedauert, aber am Ende war ich eigentlich ganz zufrieden mit der Präsentation. Ich sag mal so, wenn man Platz 2 gemacht hat, dann kann man das auch auf jeden Fall sein. Hast du dir denn vorher was vorgenommen? Eigentlich. Also hast du irgendwie gedacht, ich will es auf jeden Fall auf den und den Platz schaffen oder nach Berlin schaffen? Ja, also das auf jeden Fall. Also nach dem Landesfinale, glaube ich, haben wir alle irgendwie Blut geleckt und dann wollten wir es auch durchziehen. Und das spricht für mich genauso wie für, denke ich, die meisten hier. Und ich glaube, ihr seid ja auch alle mit Ehrgeiz dabei. Und trotzdem, wir haben uns ja auch alle schon vor der Veranstaltung so ein bisschen gesehen. Man merkt, ihr seid auch alle total entspannt miteinander, ne? Also wie ist so die Atmosphäre zwischen euch? Auf jeden Fall, denke ich, hat diese zweitägige Berlinfahrt das ziemlich aufgelockert. Also gerade gestern, das Rahmenprogramm war sehr bunt durchmischt. Und man hat sich hier auch gut kennengelernt, denke ich. Und deswegen ist es nicht so diese typische Wettbewerbsaufregung, wie man hier reingeht, sondern mehr ja schon fast eine vertraute Atmosphäre eigentlich. Ja, so nimmt man es auch echt wahr. Also ihr gönnt es auch euch echt gegenseitig, ne? Sehe ich fleißiges Nicken. Das spürt man echt tatsächlich. Wir gönnen dir natürlich auch von Herzen den Platz 2. Nochmal einen ganz großen Applaus für Max. Dankeschön. Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Du, ganz ehrlich, Max, ne, das sage ich jetzt auch nicht, um zu schleimen. Ich bin so ein kleiner Nerd und ich habe versucht zu lernen, wie Quantencomputer funktionieren. Und ich habe das bei YouTube mir mal so angeguckt. Da gibt es verschiedene Erklärungsvideos, aber ohne Quatsch, das Video war das, wo ich jetzt wirklich mal kapiert habe, worum es geht. So. Also das hat mir jetzt wirklich echt was gebracht, auch so in meiner kleinen Nerdwelt. Quantencomputer, Riesenthema. So. Ihr werdet euch nach der Sendung hier gleich noch können wir jetzt noch mal irgendwie 3 Stunden drüber unterhalten, genau. Da ist der Zettel wieder weggeflogen. Damit hast du heute ein kleines Problem. Ja, ich schmeiß dich einfach hier durch die Gegend. Ich bin so aufgeregt. Wir sind kurz vor Platz 1. Ja, aber auch nur kurz davor. Wie? Ja. Wie? Ihr wisst ja, ja, man muss ja immer, weißt du, bevor Platz 1 dann kommt, ja, muss man auch die Spannung nochmal so ein bisschen hochhalten. Ach so. So, da könnte man jetzt sagen, da machen wir jetzt hier irgendwie Ratschlag, Purzelbäume oder sowas, tanzen, aber das haben wir zum Glück, muss das gar nicht sein. Wir haben jetzt, bevor wir zum Platz 1 kommen, hier bei Jugend präsentiert, nämlich noch einen sehr wichtigen und sehr interessanten Punkt, den wir besprechen wollen. Und das machen wir mit Rebecca Wilbert, die jetzt zu mir kommt. Da ist sie. Hallo. Ja, wie machen wir es? Wollen Sie? Ja, dann mein Mikrofon. Ich weiß immer nicht, wer hier auch sowas hat und wer ein Mikrofon. Ja, genau. Warum sind Sie auf der Bühne? Sie sind verantwortlich für die Jugend präsentiert Schulen. So. Genau, das bin ich. Die werden ja auch ausgezeichnet und dieses Jahr sind wieder neue dazugekommen. Deswegen erstmal, was ist eine Jugend präsentiert Schule? Genau, eine Jugend präsentiert Schule ist eine Schule, die sehr nah an unser Netzwerk rückt, dafür so ein paar Kriterien erfüllt, gar kein Hexenwerk, aber sozusagen diese stellen sicher, dass sie an ihrer Schule 2 Multiplikatorinnen haben, die einen bei uns so verschiedene Trainings durchlaufen haben. Was sind Multiplikatoren? Genau, das sind unsere Lehrkräfte an den Schulen, die von uns trainiert sind, um die Präsentationskompetenz an die Schulen zu bringen. Und MultiplikatorInnen heißen sie, weil sie sozusagen an die Schülerinnen die Präsentationskompetenz vermitteln, aber auch an die KollegInnen. Und das ist gerade was bei den Jugendpräsentiertschulen, wird das sehr stark so in der Schule dann auch implementiert mit ja. Präsentieren. Wenn jetzt eine Schule sagt, ich will Jugendpräsentiertschule sein, was muss sie dann tun? Genau, dann schreiben die einen ganz informellen Antrag an uns und schreiben da rein, was sie alles schon gemacht haben, nämlich, dass sie diese Trainings besucht haben, dass sie den Rückhalt von der Schulleitung haben. Das ist uns ganz wichtig, dass die das irgendwie unterstützt und sagt, ja, das machen wir hier an der Schule. Und dass sie regelmäßig auch Trainings an der Schule geben und vor allen Dingen gucken, dass halt regelmäßig Schülerinnen zu unserem Wettbewerb kommen, weil dann können wir sowas machen wie heute. Und genau, uns ist ja wichtig, dass es auch bei den SchülerInnen landet. Ja, Sie sind jetzt auch emotional dabei. Deswegen die Frage, warum sollte eine Schule sagen, jawohl, das möchte ich tun? Weil, genau, das Präsentieren eine wichtige Kompetenz ist. Und dadurch, wenn man Jugendpräsentiertschule wird, sozusagen ein bisschen was Bonus von uns bekommt. Nämlich man bekommt so vertiefende Trainings, sehr exklusive Trainings. Man kann nach außen auch zeigen, dass einem das Präsentieren ein Anliegen ist. Man bekommt so eine Plakette, die wir dann irgendwie auch immer schicken. Man rückt in unser Netzwerk auf und wir
unser Netzwerk ist uns total wichtig, sei es das Schülerinnennetzwerk oder das Lehrkräftenetzwerk. Ja. Da versuchen wir den Austausch auch unter den Schulen herzustellen. Also an Schulen wird ja sehr viel Inhalt vermittelt. Ihr wisst das selber, was ihr alles manchmal euch in so einer Schulstunde reinballern müsst. Kommt vielleicht dieser Punkt ein bisschen zu kurz, wie man das dann auch vermittelt, statt es quasi nur zu lernen? Das Vermitteln an den Schulen oder? Ja, insgesamt das Präsentieren auch, darum, worum es ja geht. Das ist auf jeden Fall was, wo wir die Lücke gesehen haben, gesagt haben, das kommt zu kurz in der Vermittlung im, im Curriculum. Und deshalb kommen wir und wollen das gerne vermitteln an unsere Multiplikatorinnen, die es dann an die Schulen bringen. Wie viele von den jugendpräsentierten Schulen gibt es schon? Wir haben insgesamt 73 Schulen deutschlandweit. Da ist deutschlandweit beziehungsweise eine Schule davon sitzt in Barcelona. Da haben wir auch zwei Schülerinnen jetzt heute hier. Das ist so die Schule, die am weitesten weg ist. Eine deutsche Schule ist das auch in Barcelona. Ja. Ja, großes Netzwerk mittlerweile. Ja, und es sind dieses Jahr neue jugendpräsentierte Schulen dazugekommen, die wir jetzt, glaube ich, auch auf dem Bildschirm sehen können. Ganz genau. Da sind sie und wir sprechen jetzt auch mit einigen Vertreterinnen und Vertretern dieser Jugendpräsentiertschulen. Da aber Jana ein bisschen besser in der Schule war als ich, macht sie das. Ja, ja, das ist klar. Komm, wir von der Schule, schwänzt der Robert, ne? Ich habe Angst vor Lehrern. Hat Angst vor Lehrern. Ich mache das mal so wie früher. Guten Morgen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ich wollte das immer schon mal machen, so aus der Lehrerperspektive. Sie sind ja jetzt wahrscheinlich alle schon richtige Zoom-Experten nach der Corona-Zeit, ne? Jetzt sind aber vier zugeschaltet. Ich dachte, wir hätten nur zwei. Ich stelle sie jetzt einfach mal mit Namen vor. Sie winken dann einfach an entsprechender Stelle. Dann wissen wir auch, wer wer ist. Das ist ein guter Plan, oder? Ja, alle nicken fleißig. Das klingt gut. Also, wir haben ja vier neue Schulen mit am Start. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Einmal Werner-von-Siemens-Gymnasium in Weißenburg, was leider nicht anwesend ist. Und das Herder-Gymnasium in Minden, was auch nicht anwesend ist. Dafür aber Frau Schütt und Frau Schmidt von der Christophorus-Schule in Rostock. Da, die beiden rechten Damen. Hallo! Schön, dass Sie bei uns sind. Und links habe ich jetzt tatsächlich Frau Böhm habe ich noch. Und Schulleiterin Frau Dr. Weidner-Reuter vom Kepler-Gymnasium in Ulm. Ich gehe davon aus, sind die beiden Damen auf der linken Seite. Clever, ne? Frau Böhm und Frau Dr. Weidner-Reuter, wieso war es Ihnen eigentlich wichtig, eine Auszeichnung von Jugendpräsentiert zu etablieren, also ein bisschen mitzumischen bei Jugendpräsentiert? Also wir haben seit 3 Jahren Jugendpräsentiert jetzt bei uns an der Schule. Die Frau Dr. Weidner-Reuter hat das Projekt und die Idee von einer Fortbildung mitgebracht und das war dann für mich gleich klar, das muss zu uns, weil es ist zum einen die perfekte Mischung aus die Naturwissenschaften weiter stärken, aber sie eben lebendig präsentieren. Das heißt, das Verbinden mit der Fähigkeit oder mit der Stärkung der Präsentationskompetenzen unserer Schüler. Und so haben wir angefangen, das bei uns in der Schule zu etablieren und es war jetzt der dritte logische Schritt, oder vielmehr der Schritt nach 3 Jahren, der logische, dass wir sagen, wir wollen. Ja, die Verbindung. Bitte. Schule werden. Und das, was Frau Wilber. Ich glaube, ich kann das mal kurz übersetzen. Sie wollen jugendpräsentiert Schule werden? Den Rest kann ich leider nicht übersetzen. Naja, aber ich glaube, Frau Dr. Weidner-Reuter, Sie können wir noch hören, glaube ich, ne? Ich glaube, Frau Böhm haben wir gerade ein bisschen verloren, aber Frau Böhm ist noch am Arbeiten. Frau Böhm redet noch, ja. Trainings zu bekommen, älteres Material, etc. Wir haben jetzt nicht alles von dem gehört, was Sie gesagt haben, Frau Böhm, aber es ist auf jeden Fall rübergekommen, dass es Ihnen eine Herzensangelegenheit war, Jugendpräsentiert bei Ihnen zu etablieren. Meine Frage wäre noch, jetzt ist sie weg. Vielleicht, weil ich übersetzt habe. Naja. Dann frage ich einfach mal die Schulleiterin, Frau Dr. Weidner-Reuter. Haben Sie denn schon irgendwie mitbekommen, wie es von den Schülern angenommen wird? Haben die sich darüber gefreut? Haben die Bock da drauf? Haben Sie da schon eine Rückmeldung? Ja, wir haben eine gute Rückmeldung insofern, dass wirklich alle 7er-Klassen mitmachen beim Schulwettbewerb. Und das sind ja dann über 100 Schüler. Und wir haben zusätzlich noch eine AG, die auch stattfindet und sozusagen dann auch in den Wettbewerb Schüler entsendet. Und das läuft wirklich super. Das klingt gut. Es sind auch immer mehr geworden in den letzten Jahren. Und ich hatte das damals nicht von der Fortbildung mitgebracht, sondern von der Schulleitertagung, wo die
Tübinger von der Universität da waren und es sozusagen allen Schulleitern vorgestellt hatten. Und mich hat es gleich begeistert, das Format, und habe es dann sozusagen in die Schule mitgenommen. Also ich finde es super. Super, und wir freuen uns, dass Sie jetzt auch ein Teil von Jugend präsentiert sind. Und Frau Schütt und Frau Schmidt, Sie würde ich gerne fragen, was erhoffen Sie sich denn, dadurch Jugend präsentiert jetzt als Teil Ihrer Schule zu haben? Also für uns ist das natürlich, oder auch für den Wettbewerb, wenn wir den in der Schule durchführen, einfach ja auch nochmal so eine Anerkennung, vor allem ja auch für unsere Arbeit jetzt als Multiplikatoren und ja auch für die Arbeit der Schüler, weil wir ja auch jetzt seit 3 Jahren bei uns den Schulwettbewerb durchführen mit verschiedenen Klassen. Und da ist es natürlich für die Arbeit für uns eine tolle Anerkennung, jetzt auch Jugend präsentiert Schule zu sein. Was glauben Sie denn, ist es für einen Mehrwert für die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler in Ihrer Schule? Also der Mehrwert ist ja eigentlich dadurch, so wie die Kollegin vorhin das schon gesagt hat, dass wir die Verbindung zwischen den Naturwissenschaften und den Sprachwissenschaften haben. Und das haben wir Naturwissenschaftler, also ich bin Biochemielehrer auch, habe ich immer so ein bisschen vermisst. Und das ist jetzt quasi so dieser Punkt, bei dem wir uns zusammen treffen und eine Verbindung schaffen. Und ich denke auch, dass das für die Schüler besonders wichtig ist. Und das fand ich jetzt auch bei diesem Vortrag, den die Schüler dort gezeigt haben, so außerordentlich toll, wie das gelingt. Wahnsinn, oder? Das hätten wir so als Fachwissenschaftler nicht geschafft. Und da kann man nur Ihnen die Daumen drücken, dass vielleicht im nächsten Jahr schon Schüler von Ihnen hier sitzen und präsentieren. Wer weiß? Wer weiß. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen und schicke ganz liebe Grüße raus. Schön, dass zumindest 2 Schulen von den 4 neuen mit dabei sein konnten. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß jetzt noch beim Stream. Und ich sag mal, ich glaube, hier ist es so, ein Pokal ist noch übrig, oder? Ein Pokal ist übrig. Wir wollen aber nichts hier gegen irgendwelche Willen machen. Deswegen frage ich einmal ganz kurz, wer hat Lust auf ein Finale? Ich brauche das mit ein bisschen Sound. Jeder, der Lust hat auf ein Finale, sagt jetzt kurz, ich. Ja, ich will. Ich. Du musst es auch, also das kam jetzt ein bisschen auf 3 oder wieso, das waren doch alle. Ja, man war ein bisschen zögerlich. Nö, das waren alle. Wir können das viel besser. Ich hab, können wir nochmal machen. Komm. Wer hat Lust auf ein Finale? 3, 2, 1. Ich. Okay. So. Du bist professioneller als ich. Ich bin so. Vor allem raus. Raus? Kann ich gewinnen, ja. Stimmt, denn jetzt geht es ja wirklich nur noch um euch oder eine oder einen von euch. Wir sind bei der Frage dieses Vormittags, wer wird Bundessiegerin oder Bundessieger bei Jugend präsentiert 2021? Also, wir haben es eben schon mal gehört, 4.500 Schülerinnen und Schüler bundesweit und aus deutschen Auslandsschulen haben mitgemacht. Nach 4.500, ich sage die Zahl auch gerne nochmal. Und jetzt wird sozusagen ein Präsentations-Champion hier ausgezeichnet, aus diesem Riesentopf rausgeholt. Für mich ist das zu viel Verantwortung und deswegen gebührt die Ehre, das zu verleihen, auch dem Jury-Sprecher nochmal, den ihr am Anfang kennengelernt habt, Olaf Kramer. Ja, Platz 1 kommt jetzt gleich. Ich muss aber vorher noch etwas vorwegschieben. Alle 20, die hier vorne sitzen, die Top 20 Präsentationen, das sind wirklich alles großartige und wirklich beeindruckende Präsentationen. Also mit denen müsst ihr euch an der Schule nirgendwo verstecken. Und auch wenn wir ein bisschen weiter schauen und ihr irgendwann an einer Universität seid, wenn man da mal eine solche Präsentation in dieser Qualität hört, ist das immer noch ein Tag, den man rot im Kalender markieren kann. Und auch in den meisten Unternehmen werden tagtäglich viele, viele, viele Präsentationen gehalten, die so viel schlechter sind als diese wunderbaren Präsentationen, die unsere Top 20 abgeliefert hat. Das ist also erstmal ganz wichtig vorwegzuschieben, finde ich. Dann, wenn wir nun über die ersten 6 sprechen, da ist vielleicht so aus der Juryarbeit, bevor wir uns jetzt hier gleich an den Umschlag machen, aus der Juryarbeit was ganz interessant. Denn wenn man mal in die Bewertung schaut, steht bei euch allen die gleiche Zahl vorne. In der Top 6 ist die Entscheidung eine Nachkomma-Entscheidung. Das ist wie bei so einem Zielfoto beim Wettrennen, wo es wirklich um Millimeter geht. Und das sollte man auch wissen. Was euch jetzt alle interessiert, ist aber natürlich die Frage, wer hat denn nun gewonnen? Welche Präsentation war die allerbeste Präsentation? Und gewonnen hat eine Präsentation, die den richtigen Ton findet. Eine Präsentation, bei der man einfach sehr gerne zuhört und sich sehr angesprochen fühlt,
eine tolle Körpersprache hat, die sehr unterstützt, was da gerade gesagt wird. Gewonnen hat eine Präsentation, die ein wunderbares Beispiel für anschauliches Erklären ist. Es wird wirklich so Stück für Stück das Thema angegangen und immer wieder einen Schritt weitergegangen mit sehr schönen Illustrationen, die so einen ganz eigenen Stil auch finden. Und gewonnen hat schließlich auch eine Präsentation, die authentisch ist und nahbar ist. Man hat eben wirklich da das Gefühl, wenn man die anschaut, da ist jemand, der sich wirklich für eine Frage interessiert, die klären will und die einen da mitnimmt auf diesem Erklärungsweg. Also wirklich ein beeindruckendes Stück Rhetorik und ein ganz, ganz wunderbares Werk. Die große Frage ist jetzt, welcher Name ist hier in diesem Umschlag? Und gewonnen hat eine Präsentation, in der es um Formel-1-Autos geht. Alina Falkenhayn, herzlichen Glückwunsch zum Jugendpräsentiert-Bundessieg. Komm zu uns. Also wirklich ganz wunderbar. Und insofern, jetzt kommt erstmal eine ganz schwere Stele für Platz Nummer 1 in Jugendpräsentiert-Finale 2021 für Alina Falkenhayn. Ja, und dir gehört jetzt auch der Deutsche Bundestag. Herzlichen Glückwunsch. Ich verschenke ganz Berlin hier. Herzlichen Glückwunsch und nochmal eine Urkunde. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Herzlichen Glückwunsch. Alina, komm zu mir auf die Couch. Du bekommst natürlich noch ein Mikro. Mhm. Hinter dir direkt. So viele Sachen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft, du bist die Erste, du darfst dich setzen. Du konntest es gar nicht fassen, ne? Ich habe dein Gesicht gesehen, dir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, nee, also es ist ein unbeschreibliches Gefühl eigentlich. Also es ist einfach nur richtig schön und ja, es ist aber auch für alle anderen, die hier sind. Also es, ich habe mir auch sehr viele von den Präsentationen angeguckt und es waren sehr, sehr viele sehr gute Präsentationen dabei und deswegen ist es nochmal, man ist ja auch selber immer sehr kritisch mit seiner eigenen Präsentation. Vor allem, wenn man dann auch sieht, die anderen sind ja auch Experten für ihr Thema und man sieht das wahrscheinlich immer und denkt sich, pff, oh Gott, wie hast du dich denn selber so eingeschätzt? Also ich war tatsächlich nicht ganz zufrieden. Also ich weiß es nicht. Es ist so dazwischen irgendwo. Was war denn eigentlich so dein Antrieb mitzumachen? Wieso wolltest du bei Jugend präsentiert unbedingt mitmachen? Also zunächst einmal, ich habe vor 2 Jahren schon mal mitgemacht und hat mir das auch schon Spaß gemacht. Aber da war es eher Zwang sozusagen. Aber dieses Jahr war es tatsächlich freigestellt. Und ich habe tatsächlich erst überlegt, nicht mitzumachen, weil es während Homeschooling... Wie hättest du dich geärgert im Nachhinein? Ja. Oh. Ja, und ja, einfach die Motivation, Sachen vorzustellen, für die man sich auch begeistert. Und ja, der Spaß am Präsentieren. Was war so dein Highlight jetzt am Wettbewerb? Ich glaube, diese 2 Tage hier in Berlin, also sonst, man sieht immer nur die Präsentation, aber man trifft nicht die Menschen dahinter. Und deswegen fand ich es auch mal schön, alle zu treffen und ich habe auch viele neue Kontakte geknüpft und ja. Also glaubst du, werdet ihr auch über Jugend präsentiert hinaus auch miteinander verbunden sein? Ich denke, hoffe schon. Ja. Thema Verbindung heute hier ganz groß. Wer hat denn jetzt eigentlich alles mitgefiebert vom Bildschirm und hat Daumen gedrückt für dich? Meine Familie, die sind tatsächlich auch hier in Berlin und ich glaube sonst noch Verwandte und Freunde zu Hause. Dann schon mal liebe Grüße an alle Verwandte und Freunde zu Hause. Wie wirst du es denn feiern? Das weiß ich noch nicht. Aber es wird gefeiert. Ja. Also wir feiern jetzt erstmal dich, die Finalistin von Jugend präsentiert 2021, nicht die Finalistin, sondern die Siegerin, die Gewinnerin. Die große Gewinnerin und wir schauen uns jetzt deine Präsentation nochmal an und feiern dich danach natürlich ganz, ganz ordentlich mit der super komplexen Frage, welche Verbindung hat ein Formel-1-Auto mit seinem Untergrund? Nochmal vor einen großen Applaus für Alina! Das ist das Startsignal für die 20 Piloten der Formel 1, der schnellsten Motorsportserie der Welt. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 310 km/h oder 260 in sehr schnellen Kurven. Doch was ermöglicht es, diesen Autos so schnell zu fahren?
Welche Verbindung hat ein Formel-1-Auto mit seinem Untergrund, die solche Geschwindigkeiten möglich macht? Diese Frage klären wir in dieser Präsentation. Nun, das Erste, woran man denkt, wenn man an Verbindung von einem Auto mit dem Boden denkt, sind die Reifen. Diese sind seit den Anfängen der Formel 1 tatsächlich auch die einzige wirkliche Verbindung zum Boden geblieben. Da die Autos jedoch mit der Zeit immer schneller wurden, reichte der mechanische Grip, welcher durch die Reibung der Reifen durch das eigene Fahrzeuggewicht entsteht, alleine nicht mehr aus, um die Autos auf der Straße zu halten. Um nun den Druck auf die Reifen zu erhöhen, ohne das eigentliche Gewicht anzuheben, bediente man sich der Aerodynamik. Aus diesem Grund werden wir uns die Aerodynamik als Verbindungsverstärker in dieser Präsentation etwas genauer anschauen. Genauer gesagt den Unterboden, da dieser ca. ein Drittel des aerodynamisch generierten Abtriebes ausmacht. Wie man bereits an dieser Perspektive gut erkennen kann, ist der Unterboden eines Formel-1-Autos sehr komplex aufgebaut. Das Erste, was einem dabei jedoch ins Auge sticht, sind die nun markierten Venturi-Kanäle. Diese haben ihren Namen vom sogenannten Venturi-Effekt. Dieser besagt, je schneller Luft, je kleiner eine durchströmte Fläche ist, desto schneller fließt Luft oder eine Flüssigkeit. Dies lassen wir uns einmal am Beispiel eines Strohhalms erklären. Wenn ich diesen Strohhalm nun an einer Stelle zusammendrücke und durch diesen hindurchpuste, dann wird die Luft an dieser Stelle schneller fließen als davor und dahinter. Das bedeutet gleichzeitig für die Venturi-Kanäle, da sie die Fläche verkleinern, wird die Luft beschleunigt. Schön, jetzt haben wir schnelle Luft. Was bringt uns das? Die schnelle Luft sorgt für ein weiteres aerodynamisches Phänomen, den sogenannten Bernoulli-Effekt. Dieser besagt, je schneller Luft oder eine Flüssigkeit fließt, desto geringer ist ihr Druck. Zücken wir hier wieder unseren Strohhalm. Wenn ich nun an der Stelle, wo ich ihn zusammendrücke, ein kleines Loch pieksen würde und wieder durch ihn hindurchpuste, dann würde Luft in das Innere des Strohhalms gesaugt werden, was ich merken könnte, wenn ich meinen Finger auf das Loch halte. Dies liegt daran, da die Luft an dieser Stelle beschleunigt ist, also einen niedrigeren Druck hat als die Luft um den Strohhalm herum. Also, da Drücke sich immer ausgleichen wollen, würde die Luft von außen versuchen, in den Strohhalm hineinzuströmen. Dies bedeutet wiederum für den Unterboden eines Formel-1-Autos, dass Gebiete mit unterschiedlichen Drücken entstehen durch die Venturi-Kanäle. Diese werden wir uns nun einmal etwas genauer anschauen. Dafür sollten wir zunächst einmal direkt von unten auf den Unterboden blicken. Wir können erkennen, dass vor und hinter dem Auto der Druck deutlich höher ist als direkt in der Mitte. Hier dargestellt durch Rot. Um das besser zu erklären, stellen wir das Auto wieder auf die Seite. Heben wir den Unterboden, wie hier nun in dem schwarzen Kasten hervor, können wir sehen, dass sich dieser in der Mitte dem Boden parabelförmig annähert. Die Fläche also verkleinert Luft, wird, die Luft beschleunigt wird und so ein Unterdruck entsteht. Vergleichen wir dies mit unserem Strohhalm, lassen sich die Parallelen deutlich erkennen. Ebenfalls wie bei unserem Strohhalm besitzt der Unterboden bzw. besser gesagt die Venturi-Kanäle Öffnungen, durch die Luft angesaugt werden kann. Um dies besser zu verstehen, sollten wir einmal aus der Heckansicht auf den Unterboden blicken. Hier die nun in orange gekennzeichneten Venturi-Kanäle erzeugen, wie wir schon gesagt haben, im Inneren einen Unterdruck. Darunter fließt jedoch noch normale Luft in einem langsamen Tempo, also mit einem höheren Druck. Diese wird nun versuchen, den Unterdruck auszugleichen, strömt also in die Venturi-Kanäle hinein, wird bzw. hineingesaugt. Dies hat zur Folge, dass sich das Auto am Boden festsaugen kann. Dies geschieht jedoch nur, wenn von außen keine Luft in dieses geschlossene System eindringen kann. Es bedarf also einer seitlichen Abgrenzung. Das Phänomen des Festsaugens durch Unterdruck kennen wir zum Beispiel auch vom Staubsauger. Aber auch hier besitzt die Düse einen Rahmen, der sie zur Seiten hin abdichtet. Um nun einen solchen Rahmen zu erschaffen, ohne ihn physisch hinzubauen, was in der Formel 1 verboten ist, musste man in die aerodynamische Trickkiste greifen. Herausgezogen wurden die Flügel. Beginnen wir hierbei mit dem Frontflügel. Dieser mag auf den ersten Blick sehr komplex wirken, jedoch kann man seine Funktion für die Abdichtung des Unterbodens relativ leicht erklären. Dafür sollten wir ihn jedoch zunächst auf ein Flügelsegment reduzieren. Ein solches Flügelsegment sieht von der Seite betrachtet aus wie ein umgedrehter, etwas stärker geformter Flugzeugflügel. Das ist auch gut so, denn ein Flugzeugflügel hat die Eigenschaft, an seiner gebeugten Seite während der Fahrt einen Unterdruck zu erzeugen. In diesem Fall also an der Unterseite unseres Flügelsegmentes. Nun, wir wissen, die Drücke wollen sich nun ausgleichen und so zieht dieses Flügelsegment während der Fahrt eine Wirbelschleppe hinter sich her.
Betrachten wir das Auto nun aus der Vogelperspektive, können wir sehen, dass diese Wirbelschleppe und mit dem zweiten Flügel jedoch nur bis zur Mitte am Auto bleiben wird. Das Problem, sie verliert an Geschwindigkeit und somit an Energie, wodurch sie nicht am Auto bleibt. An diesem Punkt kommt, wie ich schon gesagt habe, der zweite Flügel ins Spiel. Dieser ist ebenfalls geformt wie der Frontflügel und erzeugt so hinten am Auto einen Unterdruck. Dieser Unterdruck saugt nun die Wirbelschleppe an und führt sie so weiter am Auto entlang. So kann sie den Unterboden zu den Seiten hin abdichten und das Venturi-System am Unterboden kann problemlos funktionieren. Gut, fassen wir nun noch einmal alles grob zusammen. Was verbindet ein Formel-1-Auto nun eigentlich mit seinem Untergrund? Nach wie vor die Reifen. Doch die Aerodynamik, vor allem aber der Untergrund, tragen dazu bei, dass diese Reifen mit einem deutlich höheren Druck auf den Boden gepresst bzw. gesaugt werden. So kann das Auto, ohne die Masse und somit die negativen Effekte der Masseträger zu erhöhen, schnell durch Kurven fahren. Damit haben wir das Ende meiner Präsentation erreicht. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder euch etwas tiefer in dieses spannende Thema einlesen wollt, könnt ihr das auf folgenden Seiten tun. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Nochmal an unsere Gewinnerin von 2021, an Alina. Riesengroßer Applaus nochmal. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Nach vorne kommen. Du hast es geschafft. Du kannst jetzt auch mit nach vorne kommen. Du bist die Gewinnerin und alle anderen dürfen jetzt auch unterkommen. Zu uns. Absolut. Sich zu uns muggeln. Das ist ja Publikum und Gewinnerin und Gewinner auf einmal. Deswegen alle auf die Bühne. Von der Bühne auf die Bühne. Ich stelle mich hier direkt zur Gewinnerin. So, sind alle da? Ja, oder? Hier wird sich noch so ein bisschen fleißig vermischt. Ja, Mensch, eigentlich hat das letzte Thema voll gepasst, ne? Weil das war heute, wenn ihr mich fragt, die Formel 1 des Präsentierens. Und das war auch schon Jugend präsentiert 2021. Hammer, oder? So schnell ging's. Wahnsinn. Und auch mal nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns gerade im Stream zugeschaut haben und Daumen gedrückt haben. Und natürlich an alle Schülerinnen und Schüler für eure tollen Präsentationen, wo ihr so viel Liebe und Energie reingesteckt habt. Nicht nur an die Schüler, die hier sind, sondern natürlich auch an die, die jetzt zu Hause sitzen und nicht mit dabei waren. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Richtig, richtig gut. Vielen Dank. Hoffentlich seid ihr nächstes Jahr auch wieder dabei. Und zum krönenden Abschluss gibt's jetzt natürlich noch mal ein bisschen Mucke von Dreamer. Danach wird natürlich noch ein bisschen gefeiert, ne? Das war Jugend... Was denn? Ich sehe gerade... Will hier jemand nicht feiern? Ach so, oder? Ich dachte schon. Uns wurde gerade nur gezeigt, da oben ist noch jemand. Das ist natürlich Luisa. Aus Kanada. Die feiert natürlich auch mit, vom Bildschirm aus, ne? Luisa, schön, dass du bei uns warst. Und gute Nacht jetzt wahrscheinlich, kann man sagen. Ja, also es ist mittlerweile 4.14 Uhr bei mir. Oh Gott. Dann ab ins Bett. Ab in die Falle. Schön, dass du bei uns warst. Ja. So, und bevor wir jetzt gleich hier noch... Oder, ja, nicht da sein durfte, aber wenigstens per Zoom da sein konnte. Und das um die Uhrzeit, oder? Das verdient auch einen Applaus. So, und bevor wir jetzt gleich hier noch feiern, gibt es jetzt nochmal Dreamer mit ihrem Song Geh mir aus dem Weg. Das war Jugend präsentiert 2021. Tschüss, danke. Okay, nochmal, bevor wir anfangen. Wir sind auf allen Streaming-Plattformen zu finden. Ihr könnt einfach Dreamer eingeben, D-R-I-M-A. Für die Leute, die hier wirklich da sind, wir haben auch Sticker mitgebracht, die könnt ihr euch mitnehmen, da steht alles drauf. Konnt ihr umsonst ein paar euch abholen. Und ja, jetzt kommt, geh mir aus dem Weg. Sag mir nicht, es wäre wenn. Ich hör dir sowieso nicht. Frag mich nicht, was ich darüber denk. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus der Bahn. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, das hab ich dir getan. Geh mir aus dem Weg,
mir aus dem Weg. Jetzt hab ich die Gedanken fliegen in meinem Kopf. Liege wach im Bett, stehe mir wieder selbst im Weg. Spiegelkabinett, immer höher, schneller, weiter. Nie alles perfekt, es erfüllt auch nur einen Weg zum Ziel im Endeffekt. Dein eigener, doch heißt so lange nicht, dass man schafft. Mama, fall ich an einer Zelle und dass die ganze Nacht nicht überdenken, was man macht, sondern machen, ohne zu überdenken. Nur Gefühle lenken, nicht über Grenzen. Also sag mir nicht, was wäre, wenn. Ich hör dir sowieso nicht mehr zu. Frag mich nicht, was ich darüber denk. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus der Bahn. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, das hab ich dir getan. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus der Bahn. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, das hab ich dir getan. Verpasse viele Chancen, weil ich wieder mal vorbeilauf. Immer wenn ich Angst hab, denk ich lieber scheiß drauf, weich aus. Und am Ende denk ich, fuck, wer weiß, vielleicht hätte es ja doch noch geklappt. Aber nein, zu spät, längst vorbei, will nie wieder was bereuen. Doch es fällt nicht leicht, nur ich fall leicht. Nur ich fall leicht. Also geh aber bitte nicht weit von hier, sei immer ein Teil von mir. Ich will kein Feind von dir, aber es ist nicht leicht mit dir. Und ich will keinen Streit mit dir, es ist kein Streit mit mir, nein. Ich will keine Zeit verlieren, nein, nein, nein. Also sag mir nicht, was wäre, wenn. Ich hör dir sowieso nicht mehr zu. Frag mich nicht, was ich darüber. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus der Bahn. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, das hab ich dir getan. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus der Bahn. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, das hab ich dir getan. Geh mir aus dem Weg, Weg, Weg. Geh mir aus der Bahn, Bahn, Bahn. Geh mir aus der Bahn, Weg, Weg. Was hab ich dir getan, dann, dann. Geh mir aus dem Weg, Weg, Weg. Geh mir aus der Bahn, Bahn, Bahn. Geh mir aus dem Weg, Weg, Weg. Was hab ich dir getan, dann, 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 dann. Ich hab dir nichts getan.